mich hat die Archäologie enorm fasziniert. Und eigentlich erst kurz vor der Matur ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich sehr Spass habe an Naturwissenschaften. Und habe mir dann überlegt, Archäologie als Hobby, das geht. Physik als Hobby ist wahrscheinlich schwieriger. Und darum habe ich Physik studiert. Es hat so ein paar ältere Professoren gehabt, die gesagt haben, allen Mädchen, nicht nur mir, sie sollen doch gescheitere Teppa Strümpfe kaufen. Giotto war eine verrückte Mission. Oder? Man hat das 1980 beschlossen und der Start war 1985. Und das ist einfach sehr wenig Zeit für so Instrumente zu entwickeln. Es waren alle Leute gestresst und da ist alles Mögliche schiefgegangen natürlich. Die Elektronik von Deutschland, die hat einen Elektroniker auf Bern bringen, zum Integrieren. Und Frankfurt am Bahnhof ist ihm die gestohlen worden. Und wir sind einerweg schon zeitlich begrenzt gewesen, oder? Das Problem war ja beim Komet, man wusste, der Komet ist ein helles Objekt am Himmel. Und die Kamera war programmiert auf den hellsten Punkt im Himmel. Und es hat kein Mensch gewusst, dass ein Komet etwas Schwarzes ist. Also erstens ist der Komet immer in einem Ecke von der Fotos und das hellste ist der Staub, den man sieht, weggehen vom Komet. Und zweitens hat es natürlich ziemlich Nachbearbeitung gebraucht, bis man ein scharfes Bild hatte. Ich konnte mich nicht auf Fotos konzentrieren, ich habe mich auf unsere Daten konzentriert. Oder? Das war meine Software, die die Daten gezeigt hat. Und, ich war absolut mitgerissen von dem Gefühl, oder? Dass wir jetzt wirklich Daten bekommen. Und die waren auch fantastisch. Aber wir haben ja noch Jahre gebraucht, bis wir die wirklich ausgeweitet haben und verstanden haben, was wir eigentlich gesehen haben in dieser Nacht. Dort war ich beim Lunch dabei. Und das war gewaltig. Das geht einem wirklich ans Herz. Oder? Wenn man sie sagen, der Baby gesehen hat, ja, das war mittlerweile mein drittes Kind. Oder? Ich hatte zwei Töchter und das war die dritte Tochter. Und wenn man die sieht, ausfliegen, und das war wirklich ein Ausfliegen, oder? Das macht einem weh. Und auf der anderen Seite macht es einem stolz, oder? Sobald wir etwas näher beim Komet waren, haben wir es gesehen mit unserem Instrument, oder? Wir haben ja einfach die Dichte vom Gas gemessen und plötzlich hat das angefangen auszuschlagen. Auf und ab, auf und ab. Und dann, wenn man das vergleicht mit dem Bild, hat man gesehen, oder? Das ist die Drehung vom Komet. Also, er hat sich in 12 Stunden gedreht. Das sieht ja aus wie eine Ente. Und wenn wir genau den Kopf angeschaut haben, also von vorne die Ente, dann ist ja die Fläche klein, kommt wenig Gas raus. Ein bisschen später sieht man die Breitseite der Ente. Dann hat man viel Gas. Und das ist genau das, was wir gesehen haben in unseren Dichten. Und das hat es natürlich enorm spannend gemacht. Extrem schnell haben wir gesehen, was man alles messen. Das war verrückt, oder? Das hätte man nie vorstellen können. Und wir haben schnell einmal gemerkt, dass das stinkt. Also wir nach faulen Eiern, Schwefelwasserstoff, Essig und Ammoniak, Rostall und alles Mögliche hatte es da Substanzen gehabt. Unsere Instrumente haben alle Stunde, jedes Massenspektrometer alle Stunde ein Kommando gebraucht. Aber es war absolut fantastisch, wie das Team mitgemacht hat. Oder? Die Leute waren so motiviert und so gut gewesen. Und manchmal hat es fast Krach gegeben, wer jetzt darf. Oder? Ich weiss noch, über Weihnachten musste man das natürlich auch müssen machen. Und dann habe ich gesagt, also Weihnachten, der Chef sagt, das mache ich. Mache dir frei, holt dich. Nein, ich kann schon. Nein, hilf dir. Und so, oder? Die wollte auch gar nicht mehr aufhören. Aber ich würde sagen, nach 2 Jahren sind wir alle zusammen ein bisschen flach gelegen. Also die Mission hat ja enorm viel Erkenntnis gegeben über den Entstehung des Sonnensystems. Also das muss sehr säuferlich passiert sein, das Sonnensystem. Das ist nicht heftig passiert, es waren keine heftigen Kollisionen. Das flüchtige Material ist extrem ursprünglich. Die Isotopenverhältnisse deuten darauf hin, dass das Material älter ist als das Sonnensystem. Und das ist natürlich fantastisch. Oder? Damit haben wir jetzt eine Möglichkeit, früher zu gehen als Sonnensystem. Also jetzt bin ich bei der Archäologie, ja? Darum können wir jetzt noch weiter zurückgehen in der Geschichte vom Material, das das Universum ausmacht.